Hallo und herzlich willkommen zurück zu Atomic Heart und dem Beagle. Ja, alles klar. Ich muss jetzt gerade drei Minuten noch was kurz nachsynchronisieren, aber diesmal mache ich es mal anders, in der Hoffnung, es funktioniert. Bin direkt ein bisschen genervt von dem Gelaber der beiden. Die beiden gehen mir so auf den Sack, gebe ich ja zu. Und für anhand meiner Gestigen merkt man auch, dass die mir ziemlich am Sack geht. Übrigens habe ich festgehalten, dass dadurch, dass ich Jessica Jones gesehen habe, mir aufgefallen ist, dass Malcolm Dukas der Jessicas Partner war in der Detektei, zumindest in Staffel 2, dass es die gleiche Stimme ist. Und zeitgleich ist mir ebenfalls aufgefallen für Horizon Forbidden West, dass Tilda von... Es hat funktioniert. Carrie Ann Moss gespielt wird, weil die, so beim Spielen ist mir vor allem aufgefallen, dass Tilda heftige Jerry Hogarth-Vibes hat. Eingeleitet. Das hätte ich festgehalten. Und ja, Leute, das ist ein Scheiß. Das Ding konnte nicht noch schneller oder langsamer gehen, ne? Und ich beobachte da Gegner. Ich hatte nämlich schon mal eine erste Runde gemacht und hatte dann nicht darauf geachtet, dass Gegner gekommen sind. Ja, ich bin dann da runtergeschubst worden. War nicht so geil. Oh, ich sehe da unten laufen Roboter rum. Das war mir gar nicht aufgefallen. Das erklärt, wo die bei dem ersten Aufnahme, die ihr nicht zu sehen bekommen habt, hergekommen sind, als ich ins Becken gefallen bin. Übrigens, das Becken ist damit auch die Hölle auf Erden. Weil... ich ständig in diesem Blub da hängen geblieben bin, aber die Gegner mich in dem Blub natürlich treffen konnten. Because reasons und so. Kennt ihr ja. Da habe ich sogar noch das Gefühl, dass es halbwegs gut läuft. Theoretisch, praktisch. Na. Diese Aufladezeit von dem Handschuh mit der Elektronik, ich muss beim nächsten Mal, wenn ich Charles im Auflevel umgehe, mal gucken, ob ich die verkürzen kann, weil die ist schon echt lang, ne? So zielen ist einfach auch für einen Murks, das erkenne ich hinterher selbst auch noch. Ich spare so viel Munition, wenn ich nicht so ziele, Leute. Das ist halt... da wundere ich mich, warum mir das überhaupt eingeblendet wird. Es ist halt für PC-Spieler irgendwie gemacht, das Ziel. Weil wenn ich so ziele als PC-Spieler mit einer Maus, easy. Aber ich als Mensch mit Controller brauche tatsächlich einfach einen Marker, um zu sehen, wo ich überhaupt hinziele. Weil ich kann ja nicht die Maus auf mein Ziel hin bewegen. Und da wäre ich fast runtergeseelt, aber ich habe es gerade noch geschafft. Und die Türen sind übrigens alle zu. Alle miteinander. Und wir sind auch gleich schon angekommen, wo ich merke, dass mein Mikrofon aus ist. Tja, ich hatte es beim Abspann von Infamous Festival of Blood nämlich ausgemacht. Ha, ich Profi, ich. Und da merke ich's. Cool, mein Mikro war aus, was auch sonst. Muss ich nachsynchronisieren bis zu der Stelle. Ah, wie viele Minuten habe ich? 3 Minuten. Ja gut, ist zu verkraften. Und mein Timer habe ich auch nicht angestellt, so abgefuckt bin ich gerade von diesem Teil hier. Oh, Lichterspiele, geil. Und Roboter, ich glaub's nicht! Das Problem ist auch einfach... er zielt nicht anständig. Er zielt einfach nicht anständig. Jetzt habe ich nichts mehr. Geil. Wie beruhigend, dass ich nichts mehr habe. Na komm, mach doch. Ich muss beide Nee, das funktioniert so nicht.
Mal ohne Witz, ich brauche halt in jedem Fall. Was zum Fick? Ey Leute, ich hasse das Spiel wirklich. Ich kann dem nichts mehr Positives abgewinnen. Kann ich einfach nicht. Wenn jetzt wieder diese Kackroboter kommen, habe ich nichts mehr. Ich kann dieses Elektrozeug mal probieren. Es tut mir leid, ich möchte dem Spiel gegenüber eigentlich gar nicht so böse sein. Aber ihr wisst, ihr kennt das vielleicht selbst. Ihr habt euch auf irgendwas gefreut und dann fällt es einfach so radikal scheiße aus. Das ist so ein bisschen wie mit Callisto-Protokoll. Ich habe mich auf Callisto-Protokoll unglaublich gefreut und hatte am Ende nichts davon. Außer eine halbwegs gute Story, aber das Kampfsystem. Hier ist es halt auch das Kampfsystem, Leute. Es ist schlicht und ergreifend das Kampfsystem. Und ich finde es peinlich, dass das automatische Zielen deutlich schlechter funktioniert als das Zielen ohne Automatik. Was das über das Spiel aussagt, ich weiß es nicht. Kanister wird in einem Tag gefüllt sein. Okay, wo? Jetzt müssen wir nur noch den letzten Motor beschleunigen. Wenigstens ja, ist Munition aber wo kein sind... Problem. Wollt ihr mich verarschen? Ich habe keine Munition mehr. In der Hoffnung, dass das irgendwas bringt. Ach komm Leute, ist okay. Hauptsache ich will... Nein! Neuromed. Ich brauche Neuromed. Du brauchst einen Scheiß. Du brauchst einfach nur ein neues Gehirn. Ach Leute, es ist zum Kotzen. Es ist so zum Kotzen. So sehr, so sehr, so sehr. Ich bin zum Kotzen. Oh. Wer bist du denn? Bist du... Greift er mich an oder nicht? Mein Gott, lass mich in Ruhe, du dämliches Teil, was ich jetzt nicht mal treffe. Ach, falsch. Und ich will mal nichts dazu sagen, dass das auch einfach pervers aussieht. Muss ich jetzt die ganze Fahrt nochmal machen? Warum willst du mich eigentlich nicht töten? Man weiß es nicht. Man munkelt noch. Ey, kurz vorm letzten lässt er sich von der Plattform schummen, ey. Dieser Vollidiot einfach nur. Irgendwo hier. Au. Oh. Wo kommen die eigentlich überall her, Mensch? Ich höre sie ja noch. Geht's mir um den Sack? Ja, es geht mir um den Sack. Die Immersion geht einfach so flöten. Leute, ist einfach dreckige Scheiße. Lass mich raten, ich muss die ganze Rotze nochmal machen. Und das hier, das hasse ich auch. Das ist nicht cool oder so, es ist nervig. Wenn ich es nicht gerade gesponsert gekriegt hätte, das Spiel, dann würde ich es abbrechen, wenn ich ehrlich bin. Speichere Daten. Nochmal die wilde Fahrt, weil ihr wollt ja 10 Minuten nichts anderes sehen. Dass ich aber auch nirgendwo die Möglichkeit habe, eventuell einfach mal Munition nachzukaufen. Das ist doch einfach eine Farce.
Jetzt darf ich wieder ganz von vorne. Bis ich das nächste Mal darunter geschubst werde. Wehe, er bleibt wieder da hinten hängen. Ich habe noch nie so eine dermaßen schlechte Portierung auf Konsole gesehen für die Steuerung wie in diesem Spiel, ehrlich. Ich habe nämlich das Gefühl, für PC wäre das ziemlich gut sogar, wie das ja oft bei Shootern der Fall ist. Und dann hat man sich bei der Portierung auf Controller einfach keine Mühe gegeben. In den ersten zwei Teilen bei Bioshock war es nämlich genauso. Oh, ich höre es doch schon wieder. Wo? Ich höre es und kann es nicht ein... Ich meine, was habe ich für eine Wahl? Ich habe keine anständigen Waffen. Ich habe mir mal sagen lassen, je mehr Waffen man bekommt, umso leichter wird's. Ob das stimmt, weiß ich nicht. Im Moment kann ich mir auch einfach nichts leisten. Weil das, was ich habe, das brauche ich für Munition. Teufelskreis nennt man das wohl, ne? Bitte sag mir, dass ich den Scheiß da nicht schon wieder machen muss. Nein, sie haben es nur zur Spielzeitstreckung ausgenutzt. Okay. Genauso wie das Runterfallen hier einfach nur Spielzeitstreckung ist. Wenn ich dann wieder ganz von vorne anfangen muss. Ich höre hier noch irgendwas, ich weiß aber nicht wo. Ich weiß, dass da hinten, wo wir hin müssen, irgendwie noch einer in der Luft schwebt. Aber von den Ohren her klingt es, als wären auf beiden Seiten welche. Ich kann gerne wieder runterfallen. Wenn ich den aktiviert habe, dann ist es mir scheißegal, ob ich hier runterfalle oder nicht. Bitte sag mir, dass es ausreicht. Sag mir, dass es ausreicht. Komm schon. Kanister wird in 10 Sekunden gefüllt sein. Eventuell. Schon besser. Angenehme Beleuchtung in der Ferne summt der Cellas. Wie romantisch. Ehrlich, deine Stimme als Malcolm Ducasse und Jessica Jones war so viel sympathischer. Oh, nein, 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 nein. Oh. Ich will auf die... Ja, ja, lasst mich runter. Lasst mich einfach von der Plattform und dann reden wir nochmal. Kanister gefüllt. Bitte Kanister aufwerfen. Du kannst den Kanister jetzt nehmen. Boah, halt die Schnauze, Robby. Handschuh. Wenn man nichts anderes hat, ist das einfach nur ätzend. Ich kann die auch nicht anders aus der Luft holen. Dankeschön. Ah. Bitte Vorgang auswählen. Waffe. Waffe wäre unglaublich geil. Ausreichend Ressourcen. Immer noch besser als gar nichts. Gib sie her. Ja, bitte. Ach Gott im Himmel, warum hast du dich jetzt geheilt, Junge?
besser als nichts. Okay, kannst du ein bisschen schneller machen? Ich möchte hier nicht die ganze Folge damit verbringen, irgendeine Scheiße bitte zu machen. Bitte Vorgang auswählen. Was kann ich hier eigentlich verbessern? Ach komm! Klingt gut, aber... Was? Oh. Also wirklich. Zugang gewährt. Die Steuerung. Drei Geschosse gleichzeitig? Nein. Natürlich brauche ich ein Rezept dafür. Ich brauche alles ein Rezept. Wie ich einfach nichts verbessern kann, Leute. Wie ich nichts verbessern kann an dieser Rotze hier. Ja, und dafür habe ich wieder nicht genug. Herstellung. Ne, warte mal. Wie dreimal zum Lager hinzugefügt. Ich will das nicht immer. Zugang gewährt. Nein. Wieso Lager? Wieso. Ah, ich werde hier irre! Das ist sowas von nicht intuitiv, Leute. Ist es einfach nicht. Was ist das? Wenn ich wüsste, wofür was ist, ehrlich. Ich weiß nicht, wozu das da ist, also kann ich es auch nicht benutzen. Ich habe diese Folge nichts, literally wirklich gar nichts geschafft. Hallo. Geh doch da raus, du Depp. Geh bitte doch endlich da raus. Oh, Roboter. Ich höre sie doch. Ich höre sie sogar relativ nah bei mir und sehe sie nicht? Was soll der Scheiß? Ach, da. Gib mir die Ressourcen. Wo sind sie? Ja, wer jetzt wo? Ach, ich lieb's ehrlich. Er schießt auch einfach immer daneben, Leute. Ich kann noch so genau zielen. Es rafft
Er trifft's nicht. Das reicht nicht. Wenigstens habe ich jetzt wieder Schuss. Ach, ich wollte mir Schrotflinten-Muni machen. Naja, egal. Ich fahre jetzt noch mit dem Aufzug, weil wir haben ja nichts erlebt hier, ne? Genosse Major? Ja, hast du was Konstruktives zu sagen? Ihr habt beide nie irgendwas Konstruktives zu sagen. Warum lässt du deine Frustration an mir aus? Weil ich meine Frustration nicht an euch auslassen kann. Ich ärgere mich nur über mich selbst. Warum? Du hast Petrov nicht umgebracht. Er wurde von seiner eigenen Waffe getötet, einem feindseligen Roboter. Das spielt keine Rolle. Ich sollte ihn lebend fassen und habe versagt. Loser! Und das ist noch nicht alles. Sechenov hat mir das Leben gerettet. Er ist wie ein Vater für mich. Oh, soweit ich mich erinnere. Heul dich. Ich habe ihn enttäuscht. An wie viel von deinem Leben kannst du dich erinnern, Genosse Major? 2 Jahre, vielleicht etwas mehr. Ich weiß nicht mehr viel aus der Zeit vor der Verletzung, aber wie gesagt, er ist wie ein Vater für mich. Wenn ich eins sicher weiß, dann das. Na schön. Aber es ist unlogisch, wegen etwas mit dir zu hadern, wofür du nichts konntest. Logisch oder nicht, das ist doch egal. Dr. Sechenov hat sich auf mich verlassen und ich habe nicht geliefert. Jetzt ist er enttäuscht von mir. Und ich fühle mich scheiße. Wenn es nur das ist, dann denk einfach nicht mehr dran. Da bist du nicht der Einzige. Oh mein Gott, Handschuh, du bist so schlau. Genosse Sechenov ist immer von allen enttäuscht. Man kann ihm nichts recht machen. Sein Perfektionismus ist krankhaft. Das weiß jeder. Jeder einzelne Mensch in seinem Leben hat ihn enttäuscht. Was? So ein Schwachsinn. Neuropolymer-Handschuhe sind nicht imstande zu lügen. Oh, ja, da ist was dran. Oh Gott, seht ihr auch diese Bioshock-Bezüge? Wetten, dass der Doktor der Böse ist? Wie überraschend. Wetten, er hat den irgendwie so programmiert, den Typen, dass es ein Would you kindly gibt? Wärst du so freundlich? Okay, ihr Lieben, ich mach dann jetzt hier einen Cut rein. Ich schwöre, ich weiß immer noch nicht, was ich von dem Spiel halten soll. Ich bin so dermaßen enttäuscht. Und die beiden gehen mir so auf den Sack. Ich versuche meine Laune nicht mehr in dem Spiel auszulassen. Aber ihr kennt mich, der Beagle ist daran echt nicht gut. Aber wir kriegen das durch, wir kriegen den Rotz durch und dann gucken wir uns Bioshock an, was einfach viel geiler ist. Verspreche ich euch. Ich werde es in keinem Fall abbrechen, auch wenn ich echt den Wunsch danach hege. Ich mach das, wir ziehen das. Also haut rein, ihr Lieben.